Wir zeigen euch heute den Aufbau der Weber Expert Serie Reifenmontiermaschine 1024 XL 2HP. Zuerst wird der Flansch für den Montagearm aus der Transportstellung nach hinten gesetzt. Entfernen Sie den 10er Stehbolzen und den Bolzen, um den Montagearm einzusetzen. Beim Montagearm aufbauen setzen Sie den hinteren Bolzen zuerst ein. Führen Sie den 10er Stehbolzen wieder durch die vorgesehene Bohrung. Ziehen Sie die beiden Muttern gleichmäßig fest. Der Montagearm sollte noch leicht beweglich sein. Ansonsten kann dies jederzeit angepasst werden. Verbinden Sie nun den Kippzylinder mit dem Montagearm. Zum Anschluss der Luftleitung stecken Sie den Schlauch beim oberen Montagearm ein und führen Sie ihn dann über die Führung nach unten. Befestigen Sie die Metallklemme oben am Montagearm, um die Luftleitung zu fixieren. Befestigen Sie die Halterung für den Reifenfüller. Stecken Sie nun den Spiralschlauch an den vorgesehenen Anschluss und hängen Sie den Reifenfüller ein. Montieren Sie den Kunststoffschutz unten am Montagearm. Entfernen Sie das Transportblech, stecken Sie die Rückzugfeder auf und befestigen Sie diese mit dem runden Halter. Stellen Sie die Kontermutter auf die richtige Höhe, um die Abdeckung auflegen zu können. Achten Sie auf die Öffnung der Luftschlauchführungsschiene und befestigen Sie die Abdeckung. Setzen Sie den Federbügel für den Schmiernapf ein. Hängen Sie nun die Feder ein, entfernen Sie den Bolzen von der Abdrückschaufel und schrauben Sie die Mutter von dem Abdrückzylinder ab. Nun die Abdrückschaufel ansetzen und mit dem Bolzen hinten befestigen. Die selbstsichernde Mutter aufschrauben, dann die Feder an dem Hebel und der Maschine einsetzen. Nun zeigen wir euch die Montage des Hilfsmontagearms. Zuerst entfernen Sie die Wartungseinheit. Um die Luftleitung neu zu verlegen, öffnen Sie den linken Seitendeckel. Montieren Sie die Haltebleche. Setzen Sie den Hilfsmontagearm an die Bleche an und verschrauben Sie diesen dort. Führen Sie den Luftschlauch in das Gehäuse.
Schneiden Sie dann den Eingangsschlauch ab und setzen Sie das Schnellverbinder-T-Stück in die Schnittstelle. Führen Sie die Leitungen aus dem Gehäuse. Nun kann die Wartungseinheit wieder montiert werden. Schrauben Sie den Filter raus, um den Schlauchanschluss zu drehen. Stecken Sie die Schläuche ein und der Filter kann wieder verschraubt werden. Der erste Anschluss ist für den Reifenfüller, der andere für die Zylinder in der Maschine. Kontrollieren Sie nun alle Anschlüsse. Setzen Sie den Arm ein und schrauben Sie ihn mit den dafür vorgesehenen Schrauben und Unterlegscheiben fest. Gehen Sie genauso bei der Wulsthebescheibe vor. Montieren Sie im Anschluss die Halterung für den Arm der Wulst-Niederhalterolle. Setzen Sie den Arm für die Wulst-Niederhalterolle ein. Die Rolle muss gerade stehen und die beiden Griffe müssen in einer Flucht liegen. Verschrauben Sie auch diesen Arm mit der dazugehörigen Schraube. Nun montieren Sie den Zusatzfuß des Hilfsmontagearms. Justieren Sie den Fuß durch die Schraube. Der linke Seitendeckel kann nun wieder angebaut werden. Zuletzt setzt man die Kunststoffkappen auf die Spannklauen. Dann sind sie mit dem Aufbau der Reifenmontiermaschine inklusive Hilfsmontagearm fertig.